Servus und willkommen bei diesem Video, in dem wir euch direkt am Anfang des Jahres unsere Lieblingsfilmkameras für 2023 vorstellen möchten. Es ist jetzt Januar und wir können nicht garantieren, dass zwischendurch keine noch cooleren Kameras auf den Markt kommen. Man munkelt ja schon über eine Canon R5 Mark II. Aber hier gehen wir auf alle unsere aktuellen Favoriten ein und stellen euch die besten Filmkameras für jedes Budget vor. Viel Spaß! Zunächst solltet ihr wissen, dass wir im heutigen Video unsere Favoriten für dieses Jahr und die wichtigsten Faktoren dazu vorstellen. Falls ihr euch noch nicht sicher seid, was diese Faktoren bedeuten, solltet ihr unbedingt zuerst unser erstes Video in dieser Reihe anschauen. Hier erklären wir ab Minute 4:37, welche Faktoren in der Kaufentscheidung beachtet werden sollten und was diese genau bedeuten. Anschließend könnt ihr hier unsere diesjährigen Favoriten für jedes Budget finden. Natürlich können wir in so einem Video nicht bei jeder Kamera zu sehr ins Detail gehen. Allerdings versuchen wir, die wichtigsten Parameter abzudecken. Bevor ihr also eine Kamera kauft, solltet ihr unbedingt noch einmal eine ausführliche Recherche betreiben. Links zu allen Kameras haben wir für euch in die Videobeschreibung gepackt. Habt ihr kein spezielles Budget, möchtet aber mit dem Filmen beginnen, kann ich euch beruhigen. Selbstverständlich könnt ihr auch dieses Jahr einfach wieder mit eurem Smartphone beginnen und auch hier schon super Ergebnisse erreichen. Die neuesten Flagship- oder Mittelklasse-Smartphones machen mittlerweile schon ziemlich gute Aufnahmen. Habt ihr zum Beispiel ein aktuelles Google Pixel oder ein neueres iPhone, steht praktisch nichts zwischen euch und einem super Video. Solltet ihr also ein Budget bis ca. 400 Euro haben, solltet ihr darüber nachdenken, vielleicht in ein neueres Smartphone zu investieren, da ihr hier am meisten für euer Geld bekommt. Kameras unter 400 Euro würden wir euch nicht unbedingt empfehlen. Es sei denn, es handelt sich um eine gebrauchte Kamera der folgenden Modelle. Ab 400 Euro geht es los mit einer Kamera, welche aktuell praktisch immer gebraucht verfügbar ist und zu den absoluten Klassikern unter Content-Creatern gehört. Die Canon M50. Eigentlich stellen wir in diesem Video nur Kameras inklusive Neupreis vor. Allerdings war es uns dieses Jahr besonders wichtig, auch eine coole Option im Bereich von 400 Euro anzubieten, weshalb wir den Gebrauchtmarkt unter die Lupe genommen haben und hier auch fündig geworden sind. Die Canon M50 kommt mit einem 24 Megapixel APS-C Sensor und bietet euch so ziemlich alles, was ihr für die Produktion von YouTube-Videos benötigt. 4K-Video, Flip- und Touchscreen, gute Stabilisierung und ein Mikrofon-Input, um mit externen Mikrofonen zu arbeiten. Zudem ist die M50 mit 24 Megapixeln auch hervorragend fürs Fotografieren geeignet. Jetzt kommt leider noch ein kleiner Kompromiss, welcher bei diesem Preispunkt zu erwarten war. Nutzt man auf der M50 die 4K-Alternative, verliert die Kamera den guten Dual-Pixel-Autofokus und wechselt zum deutlich schlechteren, kontrastbasierten Autofokus. Zudem kommt noch ein Crop hinzu, wodurch der Bildausschnitt kleiner wird. Sollte euch das nicht stören und ihr möchtet ohnehin in Full HD filmen, dann ist die M50 eine super Einsteigerkamera und ihr könnt von vielen Vorteilen und einem günstigen Preis profitieren. Weiter geht es mit unserer nächsten Kamera, der Sony ZV-E10 für ca. 590 Euro, welche im Prinzip der Nachfolger unserer gern empfohlenen Sony ZV-1 ist. Bei dieser Kamera bekommt ihr ebenfalls einen 24 Megapixel APS-C Sensor, welcher aber eine deutlich schönere Bildqualität liefert und mit besseren Features daherkommt. 4K mit bis zu 30 FPS und Full HD mit bis zu 120 FPS. Sonys neue Farbtechnologie, Flip- und Touchscreen, ein sehr starker Autofokus und ein externer Mikrofoneingang machen diese Kamera zum absoluten Budgetsieger unter 600 Euro. Manche Leute streiten sich sogar darüber, dass diese Kamera besser abliefert als die gesamte 6000er Reihe von Sony, die wir in den letzten Jahren noch zu den Siegern unter 1000 Euro gekürt haben. Das ist im Prinzip auch kein Wunder, denn Sony hat nichts anderes gemacht, als genau diesen Sensor der 6000er Reihe in eine deutlich günstigere Kamera zu verbauen, welche sich an YouTuber und Content Creator richtet. Damit kommen leider auch einige alte Nachteile in diese verhältnismäßig neue Kamera. Abgesehen von einem leichten Crop, wenn man in Full HD 120 FPS filmt, bedeutet das auch, dass diese Kamera einen relativ üblen Rolling Shutter besitzt. Schwenkt man die Kamera also schnell von links nach rechts, kommt es zu einem Verzerren des Bildes und gerade Linien werden gekrümmt. Allerdings reden wir auch immer noch von einer Kamera unter 600 Euro. Und wenn man diese auf einem gut eingestellten Gimbal oder Steady Shot auf einem Stativ nutzt, wird man von dieser Problematik nicht allzu viel merken. Zudem kann man mit dem allseits beliebten Sony E-Mount in sehr zukunftsorientierte Objektive investieren, welche man später nach einem Upgrade der Kamera immer noch nutzen kann. Unter anderem ist aus diesem Grund auch die ZV-1 und die ZV-1F hier aus dem Ranking geflogen. Bei diesen Kameras kann man das Objektiv nicht einfach wechseln und ist so in der Brennweite gebunden. Solltet ihr aber kein Wechselobjektiv benötigen und mit den Standardbrennweiten klarkommen, könnt ihr euch natürlich auch diese günstigen Optionen anschauen. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat und ihr schon was lernen konntet, lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke für Benachrichtigungen. So verpasst ihr garantiert kein Video mehr. Jetzt aber weiter mit den nächsten Kameras. Als nächstes haben wir eine Kamera, welche damals, als sie 2018 rauskam, eher als Fotokamera gedacht war, sich dann aber über die Jahre und unzählige Firmware-Updates
langsam aber sicher zu einer super Videokamera im mittleren Preisspektrum entwickelt hat. Die Rede ist von der Panasonic G9, welche ihr für ca. 1000 Euro neu im Handel erwerben könnt. In den letzten Jahren hatten wir diese Kamera nicht wirklich auf dem Schirm, da wir sehr großen Wert auf einen guten Autofokus gelegt haben. Aber dieses Jahr dachten wir, dass wir diese Kamera unbedingt mal erwähnen müssen, da man hier wirklich viele professionelle Features bekommt, für die man bisher locker 500 bis 1000 Euro mehr bezahlen musste. Ausgestattet mit einem 20 Megapixel Micro Four Thirds Sensor liefert euch diese Kamera Videos mit 4K Auflösung und bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Das klingt ja schon mal gut. Aber jetzt haltet euch fest, nutzt ihr jetzt den super praktischen Full-Size HDMI-Anschluss, dann könnt ihr mit einem externen Monitor, wie einem Atomos Ninja, die gleichen Aufnahmen sogar in 10-Bit Farbtiefe machen. Das heißt also 4K 60fps in 10-Bit 422. Und das für einen Kamerabody, welcher neu gerade mal 1000 Euro kostet. Zudem kommen die Klassiker wie Mikrofoneingang, Kopfhörerausgang, Flipscreen zum Vloggen und eine Stabilisierung von Panasonic, die 2018 ihrer Zeit voraus war und heute immer noch wahnsinnig gut ist. Hinzu kommt, dass man sich via Update noch die Option auf Vlog, Farbprofil und praktische Videofunktionen wie Waveforms holen kann. Also alles, was man als Profifilmer so braucht. In Summe also eine Megakamera für den Preis von 1000 Euro. Solltet ihr also nicht allzu großen Wert auf einen perfekten Autofokus legen und steht ohnehin immer hinter der Kamera, so ist die Panasonic G9 mit Sicherheit ein Blick wert. Ab ca. 1500 Euro geht es dann auch schon los mit der ersten Full-Frame-Kamera, der Panasonic S5. Diese kommt, wenn man es ganz plump sagen möchte, wie eine Full-Frame G9 daher. Statt Micro Four Thirds gibt es hier einen 24 Megapixel Vollformat-Sensor, ebenfalls maximal 4K 60 Bilder pro Sekunde in 10-Bit und eine angegebene Dynamic Range von ca. 14 Stops. Auch hier wieder ein schöner stabiler Body, Flipscreen, Audioanschlüsse, zwei Speicherkartenplätze, leider nur Mini-HDMI, aber sonst alles, was man in einer guten Videokamera so braucht. Dazu kommt eine wirklich schöne Bildqualität und unserer Meinung nach ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als bei der Panasonic S1. Leider gilt auch hier wieder das gleiche wie bei der G9. Man kann sich auch nach einigen Firmware-Updates nicht 100% auf den Autofokus verlassen. Sollte hier der Autofokus wichtiger sein als die vielen professionellen Videofunktionen, sollte man sich die Canon oder Sony-Kameras in dieser Preiskategorie nochmal anschauen. Die haben in der Regel weniger gute Video-Features und Framerates, bieten aber dafür einen deutlich zuverlässigeren Autofokus. Und genau eine solche Kamera wollen wir hier einfach mal noch einwerfen. Einfach der Vollständigkeit halber. Früher haben wir an dieser Stelle immer die Sony A7 III empfohlen und für genau die auch ein Video gemacht, ob sie sich im Jahr 2023 noch lohnt. Mit dieser Kamera haben wir uns als Filmemacher selbstständig gemacht, diesen YouTube-Kanal gegründet und schon unzählige Videos produziert. Mittlerweile gibt es neben der A7 III aber auch die A7C, welche sich voll und ganz auf das Thema Videoproduktion konzentriert und deshalb ihren Weg in dieses Video gefunden hat. Zwar bietet sie nur 4K in 30fps und 8-Bit Farbe statt wie die S5 höhere Framerates und 10-Bit Farbe, dafür ist aber der Autofokus um Welten besser. Wem das also wichtiger ist als 4K Slow Motion oder mehr Flexibilität bei der Farbbearbeitung, der sollte sich die A7C unbedingt genauer anschauen. Dazu noch ein paar Facts. Der Body ist sehr leicht und handlich, da es sich im Wesentlichen an der Alpha 6000er Reihe orientiert. So passt die Kamera ohne Objektiv sogar in eine Hosentasche. Wir haben einen Micro-HDMI-Anschluss sowie eine schlaue Positionierung der Audioanschlüsse, die den Flipscreen nicht zu sehr blockieren, sowie einen einzelnen Kartensteckplatz. Im Vergleich zu A7 III haben wir zudem weniger Probleme mit dem Magenta-Shift und deutlich schönere Farben. Bei 2100 Euro angekommen, kommt der Grund, warum wir dieses Video noch ein bisschen nach hinten verschoben haben und darüber auch mehr als glücklich sind. Denn vor ein paar Tagen wurde eine Kamera angekündigt, auf die schon alle Panasonic-Nutzer seit Jahren gewartet haben. Die Panasonic S5 Mark II. Kommt euch bekannt vor? Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir vor ungefähr einer Minute noch über den Vorgänger dieser Kamera gesprochen haben. Einziges großes Manko war hierbei der Autofokus. Und jetzt ratet mal, was Panasonic seit neuestem kann. Autofokus. Während man also in den letzten Jahren bei Kameras im Bereich von 2000 Euro immer Kompromisse eingehen musste, schafft es Panasonic nun mit der S5 II, dass man sich in dieser Preisrange komplett wohlfühlen kann. Sony hatte immer weniger Aufnahmemodi und weniger Bilder pro Sekunde, Canon hatte nie die beste Dynamic Range und Panasonic immer den unzuverlässigsten Autofokus. Aber damit ist jetzt Schluss.
Die S5 II bringt alles mit. Ein 24 Megapixel Vollformatsensor, welcher euch 6K mit 30 FPS und 4K mit 60 FPS in 10-Bit kinoreifer Qualität und 14 Stops Dynamic Range bietet. Hierbei Achtung, es gibt bei manchen Aufnahmemodi einen kleinen Crop. Der neue Hybrid Autofokus, auf den man sich nun wirklich verlassen kann. Eine Stabilisierung, welche in diesem Preisrahmen wirklich ihresgleichen sucht. Und viele Video-Features, welche weit über den Standard hinausgehen. Ein Beispiel hierfür sind die Nutzung von Anamorphic Modes oder Waveforms. Wem das jetzt noch nicht reicht, der kann auch noch ein paar Monate abwarten. Denn Panasonic möchte noch eine X-Version, also die S5 II X herausbringen, welche neben all diesen tollen Features noch Aufnahmen auf externe SSD-Festplatten, ProRes und externe RAW-Aufnahmen mitbringen soll. Das Ganze soll dann nur wenige 100 Euro Aufpreis kosten und könnte sich damit wirklich lohnen. Leider sind hier aber noch keine finalen Preise kommuniziert. Jetzt haben wir schon mit dem Gedanken gespielt, das Video an dieser Stelle zu beenden. Weil Stand jetzt müsste man schon einige 100 bis 1000 Euro mehr ausgeben, um nach der S5 II noch eine bessere Kamera zum Filmen zu finden. Statt jetzt also noch eine unbedingt bessere Kamera zu präsentieren, möchten wir für alle Sony-Freunde da draußen oder alle, die es noch werden möchten, unseren neuen Sony-Favoriten hier vorstellen. Die A7 IV ist mit 2700 Euro ein deutliches Stück teurer als die S5 II von Panasonic, könnte aber für einige Personen da draußen vielleicht eine relevante Alternative darstellen. Erstmal zu den Fakten. Für das Geld gibt es von Sony einen 33 Megapixel Vollformatsensor, welcher euch 4K-Aufnahmen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde in allerfeinsten 10-Bit 422 bietet. Das Ganze gibt es in einem Camera Body, welcher ähnlich wie die S5 II kaum noch Wünsche offen lässt. Flipscreen, Audioanschlüsse, genügend Buttons für Customizing und ein Full-Size HDMI-Port für Streaming oder externe Aufnahmen. Zudem kommt eine wahnsinnig gute Dynamic Range mit fast 15 Stops, eine perfekte Performance in dunklen Umgebungen dank Dual Native ISO und ein Autofokus, welcher so wie es aussieht, Stand heute noch ein wenig besser ist als das, was Panasonic mit der S5 II angekündigt hat. Zudem gibt es das beliebte S-Cinetone und die Möglichkeit, auf eine Vielzahl von Objektiven von Sony oder günstigeren Drittanbietern zurückzugreifen. Rundum ist die A7 IV damit nicht unbedingt für jeden das extra Budget wert, aber man sollte sie auf jeden Fall auf dem Schirm haben, da es natürlich noch einige kleinere Unterschiede zu S5 II gibt, die vielleicht für genau euren Anwendungsfall wichtig sein könnten. Ab hier gibt es dann noch preislich einen größeren Sprung und man muss sich wirklich überlegen, ob man diesen Sprung noch mitmacht. In der Preisrange von 4.000 bis 5.000 Euro gibt es dann noch Kameras wie die Sony A7S III, die einen weniger üblen Rolling Shutter hat, oder die Canon R5C, welche euch Aufnahmen in 8K ermöglicht. Hier wird es dann aber auch ziemlich speziell mit den Anforderungen, weshalb wir dazu vielleicht nochmal ein extra Video machen. Falls euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Ab einem Budget von 6.000 Euro kann man dann schon beginnen, über reine Cinema-Kameras oder die richtig teuren Modelle nachzudenken. Entweder man legt hier großen Wert auf die technische Ausstattung, wie zum Beispiel eingebaute ND-Filter, XLR-Anschlüsse oder SDI-Ports, dann kann man sich beginnen, Cinema-Bodies wie die FX6 in Betracht zu ziehen. Möchte man trotzdem einen relativ kleinen Body und dafür viel Leistung, lohnt sich ein Blick auf die Flagship-Modelle der verschiedenen Hersteller. Hierbei bekommt man zum Beispiel mit der Sony Alpha 1 so ziemlich alles, woran man nur so denken kann. Allerdings stellt sich dann auch schnell die Frage, ob es bei diesem Preis nicht sinnvoller ist, zum Beispiel direkt zwei Mittelklasse Kameras statt einer sehr teuren Kamera zu kaufen. Denn die Use Cases, in denen 8K Pflicht sind, halten sich für uns zumindest noch wirklich in Grenzen. Das waren jetzt also unsere Favoriten für das kommende Jahr und wir hoffen, wir konnten euch bei der Suche nach eurer nächsten Videokamera ein wenig helfen. Natürlich können wir nicht auf jede Kamera und jedes Bedürfnis im Detail eingehen, weshalb wir uns dieses Jahr wirklich nur auf unsere Favoriten beschränkt haben. Sollte also eine bestimmte Kamera in diesem Video nicht vorgekommen sein, hat das vermutlich einen Grund. Sensorgröße, Autofokus, Überhitzung oder Objektivauswahl sind hier nur einige Faktoren, die wir evaluiert haben. Natürlich kann es deshalb sein, dass für genau euren Anwendungsfall noch eine bessere Kamera auf dem Markt ist, weshalb ihr wirklich gründlich recherchieren solltet, bevor ihr viel Geld für eine neue Kamera ausgibt. Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass dieses Jahr noch ein paar spannende Modelle rauskommen. Aber lasst euch sagen, dass es nicht ausschließlich auf das Equipment ankommt. Lernt die notwendigen Skills und legt mit dem Filmen los. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos wie dieses sehen möchtet, lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke für Benachrichtigungen. So verpasst ihr garantiert kein Video mehr. Falls ihr noch Fragen habt, lasst uns einfach einen Kommentar da. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du bist so ein Otto. Musst du jedes Mal gegen das Stativ treten, bevor es losgeht?